Ja, also wirklich nochmal schön, dass alle da sind und vielen Dank, Herr Richard, für die Worte. Wir feiern heute das Vesak-Fest und das ist eben der höchste buddhistische Feiertag, den es gibt. Und praktischerweise wurde da mehrere Feste gleich zusammengelegt. Und zwar die Geburt dieser historischen Person, Siddhartha Gautama Shakyamuni, heißt er eigentlich, aber eben besser als Buddha bekannt. Der Geburtstermin wird gefeiert, dann wird die Erleuchtung gefeiert, also dieser Moment, von dem vielleicht viele schon mal gehört haben oder das Wort, von dem viele gehört haben und wo eigentlich keiner es genau beschreiben kann, was es eigentlich ist. Manchmal ist es so ein Moment, wie der Herr Richard gerade sagte, man liegt einfach auf dem Rasen und guckt nach oben in die Wolken oder nachts in den Sternenhimmel. Da gibt es so Momente, manchmal nenne ich es auch Erleuchtungsmomente, wo alles in Ordnung ist. Also da gibt es keine Trennung, da gibt es keine sorgenvollen Gedanken, da gibt es keinen Krieg und da gibt es keinen Hass, sondern da ist einfach alles in Ordnung. Das sind Augenblicke und das hat mit der Religion, das kann jetzt nicht nur ein Buddhist, sondern das kann jeder von uns. Und das hat der historische Buddha eben auch gesagt, dass jeder Mensch, jedes fühlende Wesen diese Erleuchtung erlangen kann. Und weil das so toll ist, wird das eben auch heute gefeiert. Und auch der Todestag wird gefeiert, weil es eben auch alles zusammengehört. Also Leben, Tod, im Leben ist der Tod und im Tod ist das Leben. Und wir feiern das Vesak-Fest jetzt schon das 7. Mal tatsächlich. Die Viola hat mir eben noch mal Fotos geschickt. Da waren wir zuletzt in der St. Remigius-Gemeinde, dort im Pfarrsaal. Wirklich vielen herzlichen Dank auch an den Heinz-Peter Teller, dass wir immer so herzlich hier unterkommen dürfen, weil unser Zentrum ist eben viel zu klein, als dass wir sagen können, dann laden wir jetzt mal die Öffentlichkeit ein. Ich war die Tage noch mal hingefahren und weil wir können in St. Remigius nicht sein, weil dort jetzt ja ein Kindergarten gerade stattfindet. Und ich hatte dann auch gesehen, ihr habt den zweiten Fluchtweg jetzt sichergestellt, weil da noch mal so ein Treppenabgang gebaut wurde. Deswegen, genau, sind wir heute in St. Elisabeth. Da sind wir aber auch hier schon 2019 gewesen. Und all das, also ich habe mir bei Vesak irgendwie angewöhnt, so ein bisschen einen Jahresrückblick zu machen, was man ja eigentlich so Ende des Jahres macht. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr zum Herrn Richrath sagte, ach, das ist jetzt langsam so Licht am Ende des Tunnels und wir haben einen Weg aus Corona vielleicht rausgefunden. Dann hat sich aber doch gezeigt, der ist dann auch noch schwerer als gedacht, auch mit Impfungen und allem drum und dran stecken, sind wir immer noch nicht am Ende der Pandemie. Es wird auch nie wieder so werden wie vorher. Also es ist so ein, wir lernen neu miteinander umzugehen und das ist jetzt bei dem Vesak-Fest auch wieder eine Gelegenheit. Wie können wir gut auf die Gesundheit aller anderen Rücksicht nehmen und wie lernen wir erstmal wieder miteinander sozial irgendwie zusammenzukommen? Aber dann kam tatsächlich die Überflutung in Leverkusen und im Ahrgebiet ganz schlimm, wo Boote über die Düsseldorfer Straße gefahren sind, wo die Bielertkirche komplett überschwemmt wurde. Da ist bis heute niemand mehr, hat keiner Zugang, dass man da Messen abhalten könnte. Was mein Heinz-Peter sagte, ich guckte morgens raus und dachte, ich sehe nicht richtig. Also so ein großes Schicksal und wo wir so froh waren, dass aber zumindest niemand verletzt oder getötet worden ist. Es ist niemand gestorben. Und ich weiß noch, wie ich da durchgefahren bin. Und es war alles überflutet, auch an der Wupper. Und es roch nach Gas und es roch nach Öl und es roch nach Staub. Und es kam mir vor wie so ein Kriegsgebiet. Also ich fand es ganz, ganz, es hat ganz viel Altes, was ich gar nicht erlebt habe, sondern meine Eltern und meine Urgroßeltern hat es in mir hervorgebracht. Also da eine Beziehung herzustellen, wie muss das damals gewesen sein, als es nach dem Krieg gerade war oder als der Krieg geschehen ist. Also das hat mich sehr stark berührt und ich war völlig überrascht davon. Und das sind dann so diese generationsübergreifenden Auswirkungen von Krieg und Trauma. Ich muss nicht dabei gewesen sein, aber meine Großeltern und meine Eltern haben das weitergegeben, weil es oft auch nicht reflektiert wurde. Es ging erstmal um das Wirtschaftswunder und Deutschland wieder aufzubauen.
anstatt zu gucken, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Und das merken eben auch die folgenden Generationen noch. Und als wir dann gerade dachten, hurra, jetzt haben wir die schlimmsten Überschwemmungen beseitigt, sitze ich bei mir zu Hause und auf einmal kracht es und die Scheiben fängt an zu ratteln und dann ist es eine Explosion im Camp Park, wo 7 Menschen gestorben sind. Unfassbar. Und ich war da so dankbar, also weil ich es immer wieder so verunsichernd und erschütternd ist, da auch mit dem Rat der Religionen, mit der Stadt Leverkusen eine Gedenkveranstaltung zu haben, dass man zusammenkommt, dass man für die Angehörigen etwas hat, wo man Gemeinschaft wieder erleben kann und auch Trost. Und ja, also ich habe gedacht, was kann eigentlich noch alles passieren? Und dann wird es Februar und es geht in der Ukraine mit einem furchtbaren Krieg los. Hätte sich auch niemand vorstellen können. Und jetzt haben wir das irgendwie als nächste Aufgabe. Und auch das hat mich stark daran erinnert. Mein Vater ist aus Ostpreußen geflüchtet damals. Hat ganz schlimme Geschichten erzählt, hat ganz schlimm Hunger erlebt, ist Flüchtling gewesen. Und wie viele Menschen jetzt eben wieder auf der Flucht sind. Und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die immer auf der Flucht sind und Kriege, die überall stattfinden. Da haben wir auch oft drüber gesprochen. Wir haben immer Kriege in Afrika oder in Afghanistan, auch wenn es nicht immer so genannt wird. Oder in den USA, wo 33.000 Menschen jedes Jahr sterben, weil eben man da einfach an Waffen kommt und da eben sehr viele Menschen erschossen werden. Das ist ja auch wie ein Krieg. Und das macht man sich immer nicht so klar. Und die Betroffenheit, je näher es dran ist, ist immer größer. Aber die Tatsache ist eben immer jeden Tag gleich. Und es ist jeden Tag so, daran zu denken. Und trotzdem ist im Dunkel eben auch immer das Licht, finde ich. Die Solidarität ist immer wieder beeindruckend, wie die Menschen einander unterstützen, hier bei dem Aufbau in Leverkusen wieder, wie die Religionen unterstützen. Und jetzt eben habe ich 2 ganz nette Menschen kennengelernt, die Lilia und die Sophia aus Kiew, die jetzt bei mir wohnen. Und die hat ganz viel für uns gekocht. Da gibt es Charlotte, gibt es Kuchen und es gibt Kompott. Das ist das rote Getränk, was wir da haben. Und es gibt einen ganz tollen Salat. Und wann hätte ich mal die Gelegenheit gehabt, Menschen aus der Ukraine kennenzulernen und eben so miteinander das Leben zu teilen. Wir haben ein Sangha-Baby jetzt, die Lina, die gerade unten mit ihrer Mama ein bisschen ausruht. Also es hat immer die beiden Seiten. Es hat Licht und das Dunkel. Und trotzdem glauben wir, dass es auch etwas gibt, wo es nur Wahrheit gibt und wo es keine Dualität gibt und wo es nur eins gibt, Einheit gibt. Und danach strebe ich, weil ich wirklich möchte, dass sich die Welt verändert. Und da kann ich aber nur bei mir selber anfangen. Und da hilft eben diese Meditationspraxis, weil ich dann überhaupt erst wahrnehmen kann, was bei mir selber los ist. Ansonsten geht das nämlich gar nicht. Ja. Wir haben da einen Infotisch, da sind ein paar Kleinigkeiten, Dinge, die wir selber hergestellt haben, Vorträge von Claude Einstein Thomas oder auch Bücher und wir haben schon mal was transkribiert und wir haben CDs, das können Sie sich gerne nachher mal in Ruhe anschauen. Herr Richrath hat den Claude Einstein Thomas auch erwähnt, der wird heute Abend um 18 Uhr auch noch einen Vortrag über Zoom halten. Da kann man sich dann einloggen. Wir haben noch so ein Handout gemacht. Da kann man dann nochmal die Einwahldaten sich anschauen. Und ich kann auch schon ankündigen, dass er am 2. Juli wieder nach Leverkusen kommen wird und dann eben auch nach den 3 Jahren jetzt das erste Mal wieder eine Europareise antreten wird, aber auch mit weniger Terminen und viel Unsicherheit, weil bei uns eben alles ehrenamtlich ist. Also wir haben keine Honorare und alle, die eine Veranstaltung organisieren, die sagen, ich lade den jetzt mal nach Frankfurt ein
und wuppe das alles. Und so machen wir das dann auch in Italien und in der Schweiz. Also das kann ich schon mal ankündigen, dass er dann auch wieder da sein wird. Und dann haben wir noch so eine ganz kleine Ausstellung hier stehen, dass man einfach mal sieht, was sind das eigentlich für Bekleidungsstücke, wie sieht eigentlich so ein Sitzkissen aus oder ein Altar. Und dann liegen noch Beschreibungen dabei. Also das, ja, kann man sich einfach nachher mal in Ruhe anschauen. Jetzt, glaube ich, reicht es auch am Erzählen, aber irgendwie war mir heute, weiß ich nicht, ich merkte schon, da wollte was rauskommen. ganz herzlichen Dank an die Getzögen, die das hier hauptsächlich organisiert hat, an das ganze Orga-Team, an die Gemeinde, wie das der Herr Richrath gerade sagte. Kleiner Verein, aber wir sind irgendwie schon, komme hier vor wie bei Wetten, dass oder so. Also das Internet läuft und ich wünsche uns allen eine schöne Feier. Herzlich willkommen und dann würde ich sagen, das Buffet ist eröffnet. Und wer gleich möchte, kann, wir haben das Programm ja überall ausliegen, um 11 Uhr eine Meditation mitmachen. Die ist dann unten im Keller. Und das wird von der Miosin angeleitet. Da wird es aber nochmal eine Glocke geben. Und ansonsten sage ich mal guten Appetit, herzlich willkommen und ich freue mich riesig, dass Sie alle da sind. Danke.